meine Lieben. Heute ist ein guter Tag, denn heute habe ich ein Fotoshooting. Ja, mit meinem guten Freund Boos. Daniel heißt er eigentlich. Aber wir kennen uns schon ewig wieder mal lang. Seitdem habe ich so tolle alte Freunde. Na, wir haben gleich ein Shooting. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet zum Mitnehmen. Ich bin gespannt. Es ist schon so lange her, einige Jahre her, dass ich mich fotografieren habe lassen. Ich freue mich riesig. Ich darf nur nichts vergessen. An Accessoires. Ja, ich überlege gerade, was ich mitnehmen könnte. An Hüte vielleicht. Ich liebe Hüte, ne? Vielleicht hat er Bock auf ein Fotoshooting mit Hüten. Na, es geht gleich los. Bin mal wieder zu spät dran. Natürlich, wie immer. Bin mal gespannt, ob es ein sexy... Es wird bestimmt ein sexy. Der macht hauptsächlich sexy Fotos. Aber trotzdem sexy mit Klamotten kriegt er bestimmt hin. Gucken wir mal, ne? Fotos will ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber mal gucken. So, pack mal alles schon mal vor. Damit ich nichts vergesse. Ja, ich bin aufgeregt. Das ist echt, ich freue mich. Es ist schon echt lange her. Sieht man es mir an, dass ich mich freue? Minimal. Ich habe sogar meine Haare heute schon gemacht. Nur voll die Arbeit. Naja, ich melde mich auf jeden Fall gleich, wenn ich bei ihm bin oder im Auto nochmal kurz. Mal gucken. Meine Augen drehen die ganze Zeit. Ich habe künstliche Wimpern dran. Ich vertrage die Scheiße nicht. Naja, bis gleich. So. Wir sind hier in Karlsruhe und fangen gleich an mit dem ersten Shooting. Probeshooting. Wow. Gucken wir mal, wie es wird. Ha, Boos. Wir sind auf jeden Fall hier ganz alleine. Das ist schon mal gut. Keine Zuschauer. Ich habe meinen Lipgloss vergessen. Ich muss meine Lippen nachher glänzend machen. Ach. Muss ich auch dann ins Wasser? Müssen wir nicht übertreiben, ne? Hier ist mein kleines Lager. Wie ich aussehe, da ich ja keinen Spiegel habe. Ich sehe schon. Brauchst du lang? Ich filme nirgendwo. Keine Action hier. Oh, ich mach Musik an. Darf ich Musik anmachen? Oder stört es deine Konzentration? Okay. So, wir haben hier am See jetzt fertig. Und jetzt gehen wir in den Wald rein. Nix, ich rede mit meinen Leuten. Da ist er. Und bereitet schon mal alles vor. Wenn ich ihn rausklo. Verdammt. Oh, ist es nervig. Erstmal machen wir eine Raucherpause. Ne? Voll viel Arbeit, gell? Nee, es ist nicht anstrengend. Hä? Ich schneide das. Ich muss das schneiden und bearbeiten und dann. Premiere, meine ich. Entschuldigung, verwechselt. Premiere. Wie lange fotografierst du schon, Boos? Ihr könnt den Boos anheuern für Fotos, wenn er Zeit findet. Gell, Boos? Ernsthaft? Der Boos ist nämlich auch schon Papa. Zweifacher Papa. Dein Jüngster ist jetzt auch zwei, gell? Hast du erzählt? Dein Jüngster ist zwei? Wie alt ist... Eine. Und wie alt ist die Kleine? Die Große? Ach, die sind nur ein Jahr voneinander getrennt? Habt ihr aber Gas gegeben. Die war es so für Geschwisterchen, oder? Also, damit sie miteinander spielen, oder wie? Damit sie miteinander spielen. Das dauert aber noch ein bisschen. Oder es fängt gerade an, ich weiß es. Ja. So, wir sind auf jeden Fall hier fertig draußen. Machen wir noch Fotos drin oder war's das? Gut, ich habe Zeit mitgebracht. Müssen wir ausnutzen. Soll ich
ein schwarzes Kleid anziehen oder ist es schwarz auf schwarz nicht so geil oder rot oder nur ein BH oder was Halterloses, dass du nur oben. Beispiel. Ja. So, wir machen jetzt ein Porträtbild. Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit meinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Komischerweise folgen mir voll viele Männer statt Frauen. Woran das liegt, obwohl das ein Mama-Ding ist. Hartes Leben als Model. Da muss die Mutti lachen. Nee, war echt cool. Hat mich voll gefreut. Wir sind aber jetzt durch. Ich fahre jetzt schnell die Großen holen. Ich bin nämlich hier irgendwo in der Nähe mit ihrem Vater. Dann geht's nach Hause. Tami feiert heute Geburtstag und ich freue mich auf dich, Süße. War ein cooler Tag. Hat mich echt... Ging auch voll schnell rum. Es ist schon voll spät. Also ich war jetzt bestimmt... Gucken wir mal. 4 Stunden mit dem. 4 Stunden waren wir zusammen, Boos. Na gut, also wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn die Bilder mal fertig sind, werde ich sie bestimmt auf Instagram posten. Also schaut auf Instagram vorbei. Und ansonsten bis bald.